Recht herzlich willkommen zur 10. Folge von City Skylines. Und ja, wir sind drinnen hier, zoomen wir mal rein. WASD ist das, der Michael hatte geschrieben und hatte gesagt, dass die Bezirke, sei es Bezirke richtig, die Viertel. Bei den Viertel könnte man ja auch dann zum Beispiel einzelne Gebiete machen. Und diese, den Vierteln könnte man dann definitiv auch sagen, hier, ich will hier Feuermelder haben und da vielleicht nicht oder so, ne? Gucken wir mal gerade einmal kurz rein, weil ich würde ganz gerne mal das mit der Feuerwehr sehen. Das war doch dieses, oder? Ja. Also wir haben jetzt Viertel, wo keine Feuermelder sind. Das ist hier zum keine Feuerwehrreichweite ist. Das wäre hier. Das würde bedeuten, wir müssten da jetzt ein Viertel haben. Und in diesem Viertel müssten wir jetzt zusehen, dass wir dort die Feuermelder machen. Aber wie? Nee, das war das Falsche. Das ist das Richtige. Ja, die Viertel sind noch angezeigt. Reduzieren wir mal Rauchmelder. Ist das jetzt überall gekommen oder nicht? Das ist die Frage. Ich glaube, das kommt aber überall jetzt, oder? Ja. Schade, das wird hier nicht größer, wenn ich da reinzoome, das bleibt identisch. So, jetzt ist das hier angewählt. Ah, jetzt kann ich die Richtlinien ändern, oder wie sehe ich das? Hier steht jetzt Rauchmelderverteiler. Ist das jetzt... Aha, jetzt habe ich es. Wenn ich das da habe, dann ist es nicht da. Okay, das heißt, ich mache es erstmal aus. Das ist jetzt aber überall einzeln, ne? Jetzt müsste ich mal wahrscheinlich daneben klicken, rauszoomen und jetzt habe ich es überall ausgemacht, oder? Ja, und jetzt kann ich da drauf klicken und dann kann ich den Rauchmelder anmachen. Jetzt haben wir es. Wunderbar, prima. Danke, Michael. So, dann wollen wir mal das Viertel da mit den Rauchmeldern lassen. Das Gute ist, weiß ich jetzt nicht, aber es rettet auf jeden Fall Leben. Aber ob das jetzt einen Sinn für die Feuerwehr hat, ist die nächste Frage, ne? Und wir können ja vielleicht ja, da auch die Rauchmelder machen, ne, oder? Gut, das hat erstmal geklappt. Wunderbar. Und wir müssen auf jeden Fall noch zusehen, dass wir weitere Wohnhäuser kriegen. Achso, ich habe gar nicht die Zeit am Laufen, sondern lieber noch angehalten. Ja, da müssen wir noch ein bisschen mehr Einwohner haben. Lass erstmal gerade nach Wasser gucken. Ist überall abgedeckt. Strom kommt von alleine oder wie war das, ne? So, und das bedeutet, wir müssen hier... Da wollen wir nicht, wegen Straße und so. Das wollen wir da auch machen. Das kann auf jeden Fall... Da kann überall erstmal Häuser hin, oder? Ach so, ja. Da sollten vielleicht blaue hin, dieses Stück. Aber jetzt machen wir die blauen da hin und ist auch gut. So, das haben wir schon mal. Und das werden wir auch so machen. Da genauso. Und da kommen sie auch schon und ziehen ein. Das machen wir auch alles noch damit voll. Und das auf jeden Fall auch. Und ich glaube, wir können hier definitiv auch zumachen. Und da stört es eigentlich auch nicht. So, hier soll irgendwo noch eine Straße rein. Ne, die kommt von hier unten. Das heißt, da braucht keine Straße rein. Und hier machen wir noch eher Blaues hin. Brauchen wir auch noch, ne? Genau. Das würde ich irgendwie ein Sondergebäude noch hinstellen, wenn. Das macht ja Sinn, oder? Und hier wollen noch Geschäfte hin.
Sollen sie auch können. Gut, hier unten, nee, das muss grün werden, noch die zwei Felder. So, das wächst dann. Industrie ist nicht gefragt. Hier brauchen wir keine Straße reinmachen. Da wollten wir es machen, um hier noch vielleicht ein bisschen was hinzukriegen, ne? Hier sind noch ein paar Zonen, die können auch noch grün werden. Ich glaube, dann haben wir es aber, oder? Hier ist Wasserknappheit. Kann das denn sein? Ja. Eigentlich nicht. Das heißt, die Wasserknappheit muss anders zustande kommen eigentlich. Aber eigentlich auch wiederum nicht, ne? Das ist schon komisch, dass die da kein Wasser haben. Nicht genug Wasser. Jetzt muss ich wegen denen noch eine Wasserleitung dahin bauen, oder was? Ja, jetzt ist es weg. Tatsächlich. Komisch. Obwohl der blaue Bereich überall war, ne? So, jetzt ist das hier schon mal wunderbar besser geworden. Stromtechnisch sieht es ja schon wieder schlecht aus, in Anführungsstrichen. Ja, Wind ist noch hier. Finanziell können wir das uns auch leisten. Ich würde mal einfach hier noch eins nebenbauen, ne? So, haben wir. Wie sieht's mit Müll aus? Der wird überall abgeholt noch. Ah, hier am letzten Zipfel weniger, aber das soll erstmal noch gut sein, oder? Also was ich ganz gerne noch machen würde, ist eine Straße bauen. So eine geschlängelte auf jeden Fall, die bis dahin geht. So sieht das doch gut aus, oder? Nicht so ganz so stupide gerade. Und dann haben wir schon mal eine schicke Straße. So gefällt es mir schon, ha? Hier ist das Einkaufszentrum. Vielleicht sollten wir noch die ein oder andere Straße hinterher bauen. Das funktioniert alle nicht mit der Straße jetzt hier, oder wie sehe ich das? So ist es. Machen wir das auch noch? Machen wir das auch noch? Okay. So, da müssen wir wieder, möchte ich gerne wieder ein Stück gerade haben. Oh, das war irgendwie nicht so jetzt gerade. Jetzt geht's dann gerade. So. Machen wir das so? Oder lieber so? Ja, komm, machen wir bis zum Ende durch. Passt so. Die beiden Enden freuen sich nicht so sehr, wie man sieht. Und wo machen wir das hin? Hier? Hier. Da wieder gerade. Geht aber irgendwie nicht gerade. Doch jetzt geht's gerade. Machen wir da nochmal eine Stichstraße.
Machen wir da nochmal. Und. Ah, das wird hier nicht irgendwie so schön, ne? Ich glaube, das lassen wir so jetzt. Und machen noch eine geschwungene Straße von hier nach da. Würde ich mal jetzt sagen, oder? So. So, das ist erstmal gut. Können wir so lassen, denke ich. Okay, was dann? Es wird immer noch Kommerz gefragt. Können wir hier was wegreißen und dann eine Straße da durchziehen? Und eigentlich wäre es besser, wenn da... Na, das wird nicht anders gehen, ne? Ne, wir reißen sie immer beide weg, wenn... Mache ich aber, ist egal. Ärgerlich, aber es muss sein. So, und dann neu bestücken hier. Und hier machen wir noch ein paar Häuschen hin. Na komm, dann machen wir das Kommerzhäuschen da auch noch. Und da weiß ich noch nicht, ob das auch noch sowas werden könnte. Aber eigentlich schon. Oder? Hm, weiß nicht. Vielleicht aber eher nicht. Wo noch wäre, wäre hier vielleicht noch was beizubauen, ne? Hier ist das Zentrum. Wohngebiete, Wohngebiete. Industrie haben wir da hinten. Ist die Frage nach, wo wir das noch weiter ausbauen wollen. Ein weiteres Zentrum bauen. Könnten hier jetzt erstmal noch die Straße reinbauen, ne? So, das haben wir. Noch ein paar Shops dahin. Und dann sieht das schon wieder ganz gut aus. Da geht auch noch was. So, passt. Vielleicht sollten wir hier noch ein bisschen Geschäftsfeld anfangen. Na komm schon. So an so einer Kreuzung geht schon, oder? Ah, schon wieder irgendwo ein Feuer. Ich sehe aber gerade keins. Nö, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch schon abgebrannt und ist der Ascheberg irgendwo, und den sehe ich nicht. Kann auch sein, ne? Oh, die Mülldeponie, ne? Die macht uns aber schon mal richtig Dreck, ne? 81% voll. Da müssen wir dann wohl schon wieder dran arbeiten, ne? Gut. Passiert ist? Ne, ich dachte. Ja, Kommerz läuft wohl auch, ne? Wie sieht's mit Wasser aus? Ist überall gegeben, ja. Hier oben, wo ich die neuen Grundstücke gemacht habe, ist das mit dem Wasser auch geklärt. Dann passt das. Was ist da jetzt los? Ja, ist schon einer eingezogen, ne? Gut, sieht prima aus, denke ich. Wie sieht's denn mit unserem Geld aus? 3000, das ist auch nicht schlecht. Läuft also. Gut, dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge erstmal wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.